Hallo, ich bin Elienyx und ich feiere Geburtstag. Tragt euch den 25. Februar am besten schon mal im Kalender ein. Warum? Das erzähle ich euch gleich. Aber zuerst, danke an jeden Einzelnen von euch für euren Support. Danke, dass du meine Videos anschaust. Danke für jeden Like. Danke für jeden Kommentar. Danke für alles. In diesem Monat feiere ich nämlich tatsächlich schon mein einjähriges auf YouTube. Ein Jahr Elienyx auf YouTube. Juhu! Das war cringe. Ja, diesen YouTube-Channel gibt es jetzt tatsächlich schon ein ganzes Jahr. Um das gemeinsam mit euch zu feiern, findet am 25. Februar ab 11 Uhr ein 12-Stunden-Stream auf Twitch statt. Keine Sorge, das ist ein Samstag, also haben hoffentlich die meisten von euch Zeit. Es wird wieder unterschiedliche Challenges, Gewinnspiele und andere tolle Dinge geben. Mehr Infos gibt es jetzt, aber folge mir am besten schon mal auf Twitch, damit du ja nichts verpasst. Erstens schauen wir uns im Stream gemeinsam die Ergebnisse der Shell Challenge an. Wer noch nicht mitgemacht hat, kann natürlich noch immer gerne teilnehmen. Ich blende dir hier jetzt rechts oben ein Video ein, in dem ich alles ganz genau erkläre. Wer die Challenge gewinnt, entscheiden wir dann gemeinsam im Stream. Übrigens werden die Gebäude der GewinnerInnen dann in der Welt meiner zukünftigen Disney Legacy Challenge platziert. Also werdet ihr diese dann regelmäßig auf YouTube zu sehen bekommen. Zweitens beginnen wir endlich mit unserer Sims 4 Dating Community Challenge. Um Sims für dieses Reality-TV-Format habe ich euch ja schon vor Monaten gebeten und eine gefühlte Ewigkeit bauen wir jetzt auch schon an der dazugehörigen Villa und im 12-Stunden-Stream starten wir dann endlich die Challenge. Falls du dich auch dort mit einem Sim beteiligen möchtest, blende ich dir hier jetzt das zugehörige Video rechts oben ein. Drittens habe ich für den Abend eine Black Widow Challenge der etwas anderen Art geplant, also zumindest für mich der etwas anderen Art, denn ich möchte jede Menge Mods ausprobieren, die ich ansonsten nicht in meinem Spiel habe. Also das wird dann eher was für die Erwachsenen unter euch, wenn ihr versteht, was ich meine. Falls du da übrigens Empfehlungen für Mods hast, lass sie mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren da. Und wie versprochen verlose ich auch diesmal wieder Sims 4 Erweiterungspacks. Weil ich hier natürlich nicht genau weiß, was ihr gerne hättet, bin ich da natürlich auf eure Hilfe angewiesen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Erweiterungspack dir noch fehlt. Verlost werden diese dann live im Stream, also dafür benötigst du dann ein Twitch-Konto, damit du eben auch in den Chat schreiben kannst. Wenn du aber nur zusehen möchtest, kannst du das auch ganz ohne Registrierung. Falls du ansonsten noch Wünsche, Ideen oder Anregungen für das Stream-Event hast, lass sie mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren da. Ich freue mich schon unglaublich, das könnt ihr euch wirklich gar nicht vorstellen und ich hoffe, dass möglichst viele von euch dabei sein können. Und folge mir am besten schon mal auf Twitch, um nichts zu verpassen. Ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!